Ja, das ist wieder Musculus. Heute mit dem Thema entzündliche Myopathien im Kindesalter. Dazu haben wir natürlich wieder eine Spezialistin eingeladen. Ihr Name ist Frau Doktorin Adela Della Marina. Herzlich willkommen. Guten Tag und hallo, Herr Brix. Dann darf ich gleich zur ersten Frage kommen. Was versteht man denn unter entzündlichen Myopathien und was sind ihre Ursachen? Die entzündlichen Myopathien sind entweder durch erregerbedingte Entzündungen am Muskel, Myopathie als Muskelerkrankung, oder zweite Gruppe der Erkrankungen stellt immunologische bedingte Myopathien. Das heißt, der Körper beginnt, eigenen Muskel anzugreifen und das führt zu Entzündung. Die Ursachen sind teilweise bekannt, wie zum Beispiel, dass ein Virus dazu führt, dass es zu entzündlichen Prozent am Muskel kommt. Bei immunologischen Myopathien wissen wir, dass mehrere Kaskaden in unserem immunologischen Prozess betroffen sind, die dazu führen, dass die Gefäße vor allem undicht werden, was dazu führt wiederum, dass die Versorgung vom Muskel mit Blut schlechter wird und dann auch die Muskelzelle kaputt geht. In welchem Lebensalter treten denn die ersten Symptome auf? Die Erkrankungen betreffen sowohl Kinder, kleine Kinder, Jugendliche wie auch Erwachsene. In Kindes- und Jugendalter ist Höhepunkt der Erkrankung zwischen 4. und 15. Lebensjahr, aber sowohl kleinere Kinder, das heißt auch mit 1,5 Jahren, wie auch größere Kinder ab 15. Lebensjahr können betroffen sein. Welche Symptome deuten denn auf die Krankheit hin? Das ist vielleicht am Anfang nicht so leicht zu erkennen. Das ist tatsächlich manchmal schwierig. Einige dieser Erkrankungen, das nennen wir juvenile Dermatomyositis, das gehört in die immunologische Gruppe von solchen entzündlichen Muskelerkrankungen, betreffen nicht nur Muskel, sondern auch die Haut. Und diese Patienten können dann vielleicht schneller diagnostiziert werden, wenn sie ihre Hautveränderungen zuerst bekommen oder gleichzeitig mit Muskelschwäche und Muskelschmerzen bekommen. Das sind spezifische Muskelsymptome bei solchen entzündlichen Myopathien. Die Hautveränderungen erinnern manchmal an allergische Reaktion. Die können Gesicht vorkommen, um die Augen herum, aber auch an Fingergrundgelenken auftreten, an den Knien, Ellenbogen und auch im Bereich der Nägel, des Nägelbettes. Die Patienten haben genauso wie bei anderen Muskelerkrankungen häufig erhöhte CK-Wert. Das ist der Muskelwert, der dann abnorm erhöht ist, weil der Muskel entzündet ist, ist nicht aber die Regel. Circa 20% dieser Patienten hat normale Werte. Deshalb, wenn die Patienten keine Hauterscheinung haben, sondern nur Muskelschwäche und Muskelschmerzen, kann es sehr lange dauern, bis die Diagnose gestellt wird. Wenn jetzt Eltern oder Betroffene den Verdacht haben, dass etwas nicht stimmt, wo können sie sich dann hinwenden? Erster Schritt ist immer zum Kinderarzt oder Hausarzt, je nachdem, wie die Versorgung des Kindes oder Jugendlichen ist. Wenn die Hauterscheinungen zu sehen sind, werden häufig Kinder zu Rheumatologen überwiesen. Bei dieser Erkrankung, die ich erwähnt habe, juvenile Dermatomyositis, sind häufig Rheumatologen, nicht Kinderneurologen, primäre Betreuer. Oder in ein Muskelzentrum bzw. zu einem Muskelspezialisten. Wie kann man sich jetzt diese Diagnostik vorstellen? Wie erfolgt die? Es wird Blut abgenommen. Zuerst natürlich wird Untersuchung gemacht, wird beurteilt, ob die Hauterscheinungen passen zu der Erkrankung. Da werden Laboruntersuchungen gemacht, das heißt Blutabnahme, die teilweise auch rheumatologische Werte beinhalten. Man kann bestimmte Antikörper im Blut angucken, die spezifisch für diese Muskelentzündung, die immunologisch bedingt ist, und in Speziallabore schicken. Manchmal muss man MRT von Muskeln machen. Das ist natürlich abhängig davon, ob man eine Narkose braucht dafür bei kleinen Kindern. Das ist eine Untersuchung von 40 Minuten. Ist das nicht so einfach ohne Narkose, um zu beweisen, dass der Muskel tatsächlich entzündet ist? Und wenn man sich nicht ganz sicher ist, muss man tatsächlich ein Stückchen von Muskel auch
aus dem Oberschenkelmassen entnehmen, sogenannte Muskelbiopsie, und diesen dann unter dem Mikroskop zu gucken und zu beweisen, dass ein entzündlicher Prozess am Gange ist. Wenn es jetzt zu so einer Diagnose kommt, was bedeutet denn das dann für die Betroffenen oder oft deren Eltern? Es ist so wie viele Erkrankungen, jede Erkrankung ist schlecht für Betroffenen, und es sind leider die Gruppe der immunologischen entzündlichen Myopathien sind Erkrankungen, die lange Behandlung brauchen, die auch im Verlauf trotz Behandlung zu Problemen führen kann, wie zum Beispiel, dass der Muskel durch die Entzündung weniger wird, dass man dauerhaft schwach bleiben kann, dass man Einschränkung in Beweglichkeit der Gelenke entwickeln kann, dass es zu Verkalkungen kommen kann. Das sind unter der Haut kommt es zur Entwicklung zu tatsächlich kalkartigen Strukturen, die auch zu ertasten sind. Und die entstehen vor allem bei Patienten, die trotz der Therapie diese entzündlichen Muskelprozess weiterhin am Laufen haben. Wenn ich von der Therapie spreche, das ist Cortison, das bei vielen Erkrankungen verwendet wird, aber auch Immunglobuline und bestimmte Spezialmedikamente wie Antikörpertherapie. Als Wort ist Rituximab zu benennen. Das ist ein Medikament, das spezifische Zellen, die Antikörper produzieren, kaputt macht, sind in Verwendung. Das heißt, wir haben die Möglichkeit der Therapie, aber leider diese Therapie ist nicht so, dass wir innerhalb von 2 Wochen die Patienten zur Heilung bringen, sondern diese Therapie kann 1, 2, 3, teilweise auch mehrere Jahre notwendig sein. Sie haben das Wort Therapie erwähnt. Sind Therapien für Kinder mit dieser Erkrankung verfügbar? Und wenn ja, wie sehen die aus? Ja, die sind verfügbar. Wir haben auch sogenannte Leitlinien, das heißt, wo dann Spezialisten, die sich mit dieser Erkrankung beschäftigen, Empfehlungen gemacht haben für alle betreuende Kollegen, die diese Erkrankung behandeln. Und drinnen kann man ganz schön Pfade finden, wie die Erkrankung behandelt wird. Wenn jemand milde betroffen ist, bekommt weniger intensive Therapie. Wenn jemand stark betroffen ist, kann man durch diese Leitpfade dann tatsächlich sogenannte Therapie-Eskalation machen. Eskalation im Sinne, es gibt mehrere Medikamente, die gegeben werden, in der Hoffnung, dass dieser abnorme Prozess gestoppt werden kann. Das heißt, prinzipiell ist von den Daten her 2/3 der Patienten zu heilen. Wir nennen das Remission, sprich Symptome sind vollständig weg und dann ist man wieder unbeeinträchtigt wie vor der Erkrankung. Die Gruppe von 1/3 der Patienten, die auf Therapie, die vorhanden ist, nicht gut anspricht, ist auch die Gruppe, die natürlich eine deutliche Lebensbeeinträchtigung bekommen, weil sie über die Jahre mit Therapie kämpfen, um wieder sozusagen normal und ohne Symptome zu werden. Und es gibt immer wieder Patienten, wo es die Geschichten von mehreren Jahren der Therapie hinter sich haben und trotzdem nicht mehr die Kraft erreichen konnten, die sie vor dem Ausbruch der Erkrankung gehabt haben. Bleibt zu hoffen, dass sich die Therapien in Zukunft weiterentwickeln. Ich sage danke, dass Sie Ihre Expertise und Ihr Wissen mit uns teilen und wünsche Ihnen weiterhin alles Gute für Ihre Arbeit. Vielen Dank. Ja, das war Musculus zum Thema entzündliche Myopathien im Kindesalter. Wenn Sie Fragen haben, dann schauen Sie in der Infobox nach. Wir schreiben dort die Internetadresse der österreichischen Muskelforschung hinein. Wir freuen uns immer über ein Gefällt mir und natürlich ganz besonders über ein Abonnement dieses Kanals. Und bitte denken Sie immer dran, Wissen hilft.